Und zugeschaltet ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Ich grüße Sie, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Guten Tag, Frau Kneble. Viele fragen sich derzeit, was bringt eine Impfpflicht, wenn der Schutz vor einer Infektion bei neuen Virusvarianten immer weiter abnimmt oder auch immer kürzer anhält? Wenn etwa alle 3 Monate geboostert werden muss, besteht dann auch alle 3 Monate die Pflicht zur Impfung? Das würde ich nicht so machen. Man muss das Ziel klar vor Augen haben. Worum geht es denn? Es geht nicht um den Schutz vor Ansteckung. In der Tat, Omikron ist so infektiös, dass die Impfung kaum dagegen hilft. Es geht um den Schutz der Krankenhäuser vor dem Zusammenbruch. Es geht darum, einen weiteren Lockdown zu vermeiden. Und deswegen müssen wir die Zahl der Krankenhauspatienten herunterbringen. Und bis jetzt ist es so, dass die Impfstoffe, die wir haben, die Zahl der schweren Erkrankungen um 90% verringern. Und zwar egal, welche Variante. Das gilt für Delta genauso wie für Omikron. 90% weniger Krankenhauspatienten, das ist schon ein Wort. Und angesichts der riesigen Zahl von Neuinfektionen, die jetzt vor uns steht, die Welle ist ja so steil wie nie, finde ich, dass es jetzt Zeit wäre, ganz schnell durch eine Impfpflicht dafür zu sorgen, dass wir keine Lockdowns mehr brauchen und dass die Krankenhäuser mit der Belastung klarkommen. Das ist das Ziel. Nicht der Schutz vor Infektionen, sondern der Schutz vor zu vielen Krankenhauspatienten. Die Zweifel werden aber auch größer, ob die Impfpflicht auch bei dem geringen Impfschutz bei Omikron rechtlich überhaupt noch zulässig ist. Und da sage ich gerade noch mal, da es nicht um den Schutz vor Ansteckung geht, den kann die Impfung nicht mehr bewerkstelligen, das stimmt, sondern um den Schutz vor Überlastung der Krankenhäuser ist auch die rechtliche Bewertung weiterhin richtig. Wenn die Alternative ist, dass Krebspatienten und Herzinfarktpatienten nicht mehr versorgt werden können, weil zu viele Menschen schon im Krankenhaus sind mit Corona, oder aber eine Impfpflicht kommt, dann ist es auch rechtlich richtig, die Impfpflicht vorzuziehen, weil insgesamt dadurch Menschenleben gerettet werden können. Und das ist das höhere Gut, das ist mehr wert als das Recht, sich einer Impfung zu verweigern. Sie glauben ja, dass mit einer Strafe von 5.000 € eine Impfquote von 98% erreicht wird. In der Praxis sollte das Ganze dann wie ablaufen? Kontrolliert wird der Fahrschein und der Impfausweis in der Bahn? Oder wie genau stellen Sie sich das vor? Ist ja heute schon so. Ich bin Zug gefahren. Ich wurde ständig kontrolliert, ob ich geimpft bin. Das ist nicht neu. Aber 5.000 € aber müssen eigentlich Sie nicht geht's um zahlen. Das stimmt. Aber eigentlich, ich würde aus dem Zug rausgeschmissen, wenn ich es nicht gehabt hätte. Wäre auch nicht viel besser. Aber eigentlich geht es doch um was anderes. Wer was nicht will, sagt immer, ja, das geht ja nicht und erfindet Ausreden und Bedenken. Sehr deutsch. Und ich sage, die allermeisten Menschen, die werden, wenn klar ist, dass es eine Pflicht gibt, diese Pflicht auch erfüllen. Und wie man weiß, das kostet mich früher oder später 5.000 €. Dann mache ich lieber die Impfung. Darum geht es. Wir wollen doch schnell zur Impfung bringen. Und mit Bürokratie und Kontrollüberlegungen und Impfregistern ist das ja in Deutschland erst nächstes Jahr fertig. Da ist es doch einfach zu spät. Mit einer klaren Ansage würden die allermeisten das befolgen. Und wenn dann nachher 2% übrig bleiben, die so unvernünftig sind, dass sie sagen, ich mache es aber trotzdem nicht, dann hat der Staat alle Zeit der Welt, dann ist die Pandemie rum, sich der Frage zu stellen, ob das Bußgeld noch dann auferlegt werden muss, ob der das bezahlen kann. Und dann geht es vor Gericht. Das ist ja alles in Ordnung, dafür hat man einen Rechtsstaat, aber man würde jetzt schnell die Leute dazu bringen, sich impfen zu lassen. Das ist einfach nur ein Vorschlag. Als Pragmatiker, als Oberbürgermeister kann ich sagen, wie das schnell geht, wie man es umsetzen kann. Und ich meine, dass das ganz klar funktionieren würde. Am Anfang Ihrer Antwort haben Sie ja schon einige Probleme hier in Deutschland angesprochen. Und davon gibt es ja viele, in erster Linie die ungenauen Corona-Zahlen, außerdem begrenzte Testkapazitäten und Labore, die tagelang für die Ergebnisse brauchen. Was läuft denn eigentlich gut? Ja, man soll nicht alles schlecht reden, aber wir sind jedenfalls überbürokratisiert und unterdigitalisiert. Der Datenschutz hindert uns in vielen effektiven Maßnahmen. Und wenn man alles hundertprozentig machen will, dann fängt man nie richtig an oder immer zu spät. Gebe ich Ihnen schon recht. Aber über eins können wir uns noch echt freuen. Deutschland hat wieder als Apotheke der Welt mit BioNTech, leider am Ende nicht ganz erfolgreich mit CureVac, aber in der Entwicklung auch dabei, die neue Impfstoffgeneration erfunden, die jetzt als die bestwirksamste weltweit eingesetzt wird. Ich finde, das ist richtig gut gelaufen. Spanien leitet ja jetzt den Übergang von der Pandemie zur Endemie ein, heißt, die Gesundheitsbehörden dort planen, Corona künftig wie die Grippe zu behandeln und reduzieren die Schutzmaßnahmen drastisch. Sollte Deutschland genauso handeln? Genau da will ich auch hin. Ich will endlich diese Freiheitseinschränkungen loswerden. Wenn ich hier mit den Gastronomen rede, die sagen, das kann man irgendwie nicht mehr lange durchhalten, ja, wenn die nachher alle aufgeben, ist die Stadt tot, das will ich nicht. Und um das zu erreichen, muss man einen Weg finden, so viel Immunität aufzubauen in der Bevölkerung, dass die Krankenhäuser nicht mehr überlastet werden. Das würde mit der Impfpflicht gehen.
Jetzt sieht es eher so aus, dass die zu spät kommt und dann wird es Omikron für uns machen, weil dem kaum jemand entgehen wird von den Ungeimpften. Das hat halt leider dann viel mehr gleichzeitige Kranke zur Folge, die sogenannte schmutzige Impfung, wie Herr Lauterbach das ausdrückt. Ich würde das gerne vermeiden, aber es sieht alles danach aus, dass wir nach dieser Welle dann so viel Immunität aufgebaut haben, dass es so geht, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass die meisten Auflagen im Sommer wegfallen können und dann nicht mehr wiederkommen müssen. Ich glaube, da wollen wir ja auch alle hin. Wir wollen doch unser normales Leben zurück. Absolut, sagt Boris Palmer. Besten Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dagegen, schönen Tag. Tito.